Na, erinnert ihr euch noch? Martin Kisitzi wurde durch die Saat.1 Show Stasiarch bekannt. In den vergangenen Jahren ist es jedoch ruhig um den Sänger geworden. Er feiert sein TV-Comeback. Bei Adam sucht Eva will er jetzt die richtige Frau fürs Leben finden. Der Musiker aus Berlin ist seit 4 Jahren Single und wagt sich nun ans Abenteuer Adam sucht Eva, um vielleicht hier der Richtigen zu begegnen. Bekannt wurde er 2003, als er die Castingsendung Stasiarch gewann und mit seinem NR.1-Hit Angelhof Berlin die Charts eroberte. Seither ist der studierte Opernsänger als Musiker und Moderator auf den Bühnen Deutschlands und darüber hinaus unterwegs. In Kürze veröffentlicht er seine erste eigene deutsche Single. Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies ab dem 11. November täglich um 22:15 Uhr bei RTL.